Dunkle Grüße, zurück bei Final Fantasy X und wir laufen mal in die falsche Richtung. Ich meine natürlich hier lang. Irritierend, wenn die Karte da nach oben, da unten geht, aber das hier, na egal. So, wieder mal eine Schwäche des Spiels gefunden und das nach ersten 2 Sekunden. Unglaublich. Oh, Filmsequenz. What are those? Das war alles. Those are faith. A summoning. Someone is using these faith. Someone is drawing energy from all of them. This many? Es entweder ist das Seymour oder aber Sin. And what could they be calling? Hey, you know something, don't you? Spill the beans. Look not to others for knowledge. This is your journey too. Yuni might die, you know? No. Aran's right. Huh? This is our... This is my story. What? Aha! Jetzt sind wir also in Zanarkand. Zurück! In der Heimat, na endlich! Krasse Vision! Was für eine Droge hat er genommen? Man weiß es nicht genau, aber man findet es halt noch raus. So. Netter Effekt, da wir uns 2D-Bilder hinten dran da, die sich ein bisschen verschieben. Aber technisch jetzt auch nichts Beeindruckendes. So, was haben wir hier? Ist das das Schiff, in dem wir abends gefahren sind? Kann das sein? Hallo? Aha. Ja, keiner da? Immer noch keiner da? Doch, da ist er, der Junge. Welcome home. Er ist also auch ein Astra. Remember me? We met in Bavel. Yeah. But that wasn't the first time we met. I've known about you for a long time. A long, long time. Long, long time. I feel like I know you too. Where are we? Silly, don't recognize your own home? Das hat er, glaube ich, nicht gemeint. Depp. Wobei ich glaube, er wusste, dass er sich meinte. So ist er nicht. Guck mal. Viele Preise gewonnen. Wake up! Wake up! Viele Preise gewonnen, obwohl wir jetzt inzwischen wissen, dass er ein Blitzball-Verlierer ist. Ich hab's ja gespielt mit ihm. Precisely. A dream? Are you crazy? I don't have time to be dreaming now. You're wrong. It's not that you're dreaming. You are a dream. Aha. Wait a sec. Mit anderen Worten, die Astra haben Tidus beschworen. Ist Tidus also selbst eine Bestia quasi, ja? Ist das das, was er mir damit sagen will? Was da nicht reinpasst, ist, dass Jack ja sein Vater ist. Es ist wohl die Vater der Bestia und offenbar werden immer die Bestia, die beschworen werden, dann zu Sinn. So, Story geklärt. Ha! Long ago, there was a war. Yeah, with Machina, right? Yes, a war between Zanarkand and Bavel. Bavel's Machina assured their victory from the start. Spira had never seen such power. The summoners of Zanarkand didn't stand a chance.
Xanarkand was doomed to oblivion. That's why we tried to save it, if only in a memory. What did you do? The remaining summoners and the townspeople that survived the war, they all became Faith, Faith for the Summoning. The Summoning? You mean Sin? No, I mean this place. A Xanarkand that never sleeps. What? The dreams of the Faith summoned the memories of the city. They summoned all the buildings, all the people who lived there. The people? What? They're all dreams? Me? Too? Yes, you're a dream of the Faith. You, your father, your mother, everyone. All dreams. And if the Faith stopped dreaming... Sag ich's doch! Ha! Aber war das Xanarkand, was es jetzt anfangs erlebt, was er erlebt hat quasi, ist klar, ist ein Wunsch, ist ein Traum, eine Vorstellung. Aber war Xanarkand da früher mal genau so oder ist es komplett erfunden? Das habe ich jetzt nicht ganz eindeutig rausgehört. Kann sein, dass die nach dem Krieg quasi uns hatten, die letzten 1000 Jahre, die das Xanarkand dann auch im Geiste haben weiterentwickeln lassen. Deswegen sieht es jetzt so aus. So what if I'm a dream? I like being here. We've been dreaming so long. We're tired. Would you and your father, would you let us rest? Both you and your father have been touched by Sin. Sin, the one around whom all Spira, the Spiral, revolves. What are you saying? Also wurden Jack und Tito schon mal nicht erschaffen, um Sin zu zerstören. You two are more than just dreams now. Wake up! Wake up, please! Just a little more, and maybe... Maybe you are the dream that will end our dreaming at last. Aber ganz im Ernst, das ist eigentlich eine ziemlich krasse Enthüllung. Überrascht mich nicht, weil ich an sich ja die Story kenne. Aber die ist so plump umgesetzt. Are you all right? Oh, phew. Hey, we were so worried about you. You okay? I'm okay. What happened? Nothing. I blacked out. I was dreaming. You called me. And I woke up. Nothing like a good nap. Well, I'm ready. Let's go. Also, ganz ehrlich, das hätte man eigentlich total krass verpacken können, aber ich meine, total aus dem Nichts. Lalalala, guck mal, hier ist das, fass mal an. Auf einmal, Träumsequenz, total merkwürdig, total out of place, weil das bisher so in dem Stil nicht vorkam, wirklich. Und dann auf einmal, ja, du bist ein Traum, zack. Ohne Geheimniskrämerei, irgendwie direkt gesagt, was Sache ist. Also wirklich innerhalb von 5 Minuten das große Geheimnis, total schlecht in Szene gesetzt, verraten, was quasi Teil 10 ausmacht. Das hätte man wirklich, 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 ich meine, Teil 7 und 9 haben doch gezeigt, wie das geht. Die haben im Prinzip das ganze Spiel drum aufgebaut, oder zumindest ein Großteil ist davon, bei 7 ein bisschen mehr als bei 9. Dass der Hauptcharakter eine gewisse Figur ist, aber dann auf einmal was ganz anderes ist. Und das wurde entsprechend aber auch umgesetzt, in Szene gesetzt und behandelt in längeren Dialogen, in epischeren Dialogen. Gemessen an der Grafik damals wohlgemerkt. Aber das hier, zack, ich meine, der Typ existiert eigentlich überhaupt nicht und das wird einfach nur gesagt und fertig aus. Ja, gut ist. Es wird doch nicht mal jetzt von ihm mit seinem Team besprochen. Ich meine, wo ist denn da der Tiefgang? Der ist überhaupt nicht vorhanden. Keine Charakterentwicklung, nix. Gar nix. Das ist total traurig. Das ist so richtig schlecht.
meine, wo sind die ganzen Storywriter von den vorigen Teilen, die das so gut umgesetzt haben immer? Ich verstehe es nicht. Als wären die bei Teil 10 einfach eingeschlafen und haben das hier geträumt und Albtraum von Teil 10 gehabt oder was. Jawohl. Naja, und was mich noch interessieren würde, ist ja, wie Auron, der ja scheinbar ein richtiges Wesen ist von dieser Welt, wie der in dieses geträumte Zahnarkand reinkam, ja, und da quasi Titus getroffen hat und hergeholt hat, mehr oder weniger. Der muss ja auch irgendwie hier gegengelaufen sein. Also wahrscheinlich ist Auron auch schon längst tot und auch ein Traum oder so. Ich nehme an, der jetzige Auron ist nur eine Art Reinkarnation des Original-Aurons, der zusammen mit Jekt und Braska quasi gestorben ist im Kampf gegen Sin. So ungefähr würde ich mir so herleiten. Und ich weiß auch ein bisschen mehr, wie gesagt, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher, was Auron angeht. Also das muss ich jetzt nicht spekulieren, was genau mit ihm los ist, aber naja, egal. Ich will nichts Falsches sagen, auch nicht zu viel, weil wenn ich sage und spoilere, ist vielleicht auch doof für die einen oder anderen und für die anderen, wo ich nur Mist erzähle und was Falsches dann hervorahnen lasse, muss auch nicht sein. So. Wie dem auch sei. Backa, backa. Ahriman. Klingt wie Saruman. Da staut sich was bei dem. Ich hoffe nicht ein Samenstau oder sowas, wäre eklig. Dam, 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 da. Ich bin theoretisch super stark und praktisch überhaupt nicht mehr. Wie lebt der wohl noch? Ich muss den Leben mal eben sehen. Ah. Alles, was er so hat, hat nur die Hälfte Schaden, ja? Komm, dann machen wir mal so. Für den bestimmt nicht töten. Nee. Und danach kann ein guter Titus mal angreifen und den fangen. Weil ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich schon habe. Wahrscheinlich schon. Aber sicher bin ich mir nicht. Der Grendel. Generell habe ich ja eigentlich jetzt alles gefangen in diesem Gebiet. Ich habe es wieder voll vergessen. Ich habe nicht so richtig auf geachtet, glaube ich, bei den letzten Aufnahmen hier in dem Gebiet groß was zu fangen, oder? Ist jetzt nicht so wichtig für mich persönlich, aber den da oben hier aber fangen, ganz dringend. Sag ich mal so. Staut schon wieder irgendwas an. Hier macht was ganz anderes. So, Kraft wird gebrochen. Weil kann er wohl nicht sein, oder was? Was ist du? Auch normal. Ah, was? Ah, nein, die anderen wollte ich. Mist. Nein, mach das nicht. Au. 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 Ja, es tut doch schon. Alter, es tut richtig weh. Ja, das war knapp. Gott, weg mit dir. Bist mir zu dangerous hier. Habe ich eigentlich sowas wie Medica? Nee, ne? Ich glaube gar nicht mal. Doch, da, Tatsache. Juhu! Wird mir im Zweifel eher weniger bringen, weil er gleich eh tot geht, aber jetzt probiere ich mal aus, ob ich damit auch fange, mit einer Ekstase-Technik. Der müsste von ja nicht sterben jetzt, oder was? Mal schauen. Vernichtend und nichts mit gefangen. Ja, toll. Ich greife doch mit der richtigen Waffe an, also müsste doch theoretisch gehen. 7000 Punkte? Für die... Wow. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass ich so gut leveln kann, hätte ich ein paar Minuten weitergespielt letzten Mal und, ja. Na toll, ist ja ein guter... Ach, guck mal, da ist doch was... Wäre ein guter Grinding-Ort wohl, ha? So komm, hab ich das jetzt vor. Da käme ich lang, wenn ich von oben käme. Oder wie... Ich muss aber hier lang. Was ist Reiz? Das ist, ach genau. Naja, war eigentlich, nicht überraschend. So, ja. Der soll nicht angreifen. Der macht mir zu dolles Schaden, der Typi. Dam, 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 dam. Mit Feuer auf den. Der wird schon überleben. Aber sowas von 600 Schaden, ehrlich jetzt? Meine Güte. Das ist ja weniger als wenig. Dim, 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 dim. Oh Mann, oh, es tut doch weh. Hat jetzt viel Leben, der Typ da. Das ist nicht okay.
Oh, hat gereicht. So, also ich habe voll. Er wird bitte ab allem gleich viel Schaden nehmen. Da ist ja hier keine spezielle Immunität bei ihm zu erkennen. Aber ich muss ein bisschen Schaden machen, denn ich treffe ja nicht so oft mit ihm hier. Bagger hat ja. Wobei ich könnte natürlich jetzt Bagger nehmen und und mit ihm Dingensgebummens, den die Waffe wechseln. Wäre ja an sich auch kein Problem. Und ich denke, das werde ich auch gleich mal tun. Tausche ich mal eben Lulu aus. Hol Bagger rein. Wobei jetzt wird hier angezeigt, was wir haben. Ja. Käfig, da haben wir es. Oh, gleich nochmal dran. Hauptsache. Booyah! Jetzt haben wir auf jeden Fall. Ja! Oh man, 17 Level da und ich kann nichts machen, weil ich Level 3 Sphäropässe brauche. Das ist so zum Kotzen. Da wird es aber massiv viel auf einmal geben. Hm. Wie bald mal Ausweichkonter. Das ist ziemlich geil, der Ausweichkonter. Eigentlich so ziemlich die beste Fähigkeit bisher, Ausweichkonter. Weil man macht außen keinen Schaden und Konter trotzdem mit Angriff. Das ist besser als jeder Konter von dem jedem Final Fantasy vorher. Da gibt es also die normalen Konter. Oh oh. Küsschen ist selten gut. Wir kennen das Ding ja noch aus dem Wald damals. Au, au. Hat ein paar mehr Leben, naja, es überrascht jetzt keinen. Holen wir uns mal Lulu ran. Wir können natürlich das Ding totfeuern, wa? Feuer. Feuer, 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 gar. Komm schon, hallo? Wieso kam jetzt nichts mehr? Ah. Toll. Hat sich ja nicht so gelohnt. Blind, Schlaf. Ich würde es gerne einschläfern, das Ding. Haja! Bumm. Hat funktioniert. Das heißt, die nächste Runde schläft er noch, ja? Wenn er jetzt dran ist. Das heißt, ich kann ihn einfach mal fix so machen, damit ich ihn auch ein paar XP kriegt. Dann kann ich Rico holen, was klauen. Und dann kann ich uns mit Hast versetzen. Oder den auf Gemach machen, je nachdem. Voll gut. Hm. Pass auf. So nämlich. Yeah. Let's end this quickly. Und jetzt aufgewacht. Na, das soll er meinetwegen machen. Stört uns ja nicht weiter. Er hat ja größtenteils bereits abgedankt. Warte, ich mache einen Panzerbrecher, damit er ein bisschen Anpflege für Tidus. 6000 Schaden, oha. Und du wirst ihn wohl nicht töten mit Feuer, oder? Ich vertraue da mal auf dich. Ich mache dir Feuer. Ne, ich sehe gerade, danach ist Tidus dran, danach nochmal sie. Das reicht auch aus, wenn sie jetzt wenig Schaden macht. 3000, okay, ja, wird doch knapp. Egal, erstmal angreifen. Wow. Krass. Hat wohl was gebracht hier, den Typen. Oh, heißt gar nicht Küsschen. Das Dingens verteidigungsmäßig abzuziehen und so weiter. Mensch, Mensch. Aber ist echt ein guter Grindplatz hier, muss ich einfach so sagen. Ha. Huh.